Ja, hallo, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr reinschaut zur nächsten Videofolge auf diesem Kanal. Und darum soll es heute gehen. Ist ganz praktisch, dass man hier so auf einmal einen Bildschirm hat, ne? Die Titanic soll weitergehen mit 4 Ausgaben, die nächste Lieferung beinhaltet. Und genau die 4 wollen wir uns heute auch annehmen. Die Ausgaben 120, wollen wir herholen hier, bis 123. Diese 4 sind es. Alle 4 wollen wir heute verbauen. Kurzer Hinweis schon mal für diese Videofolge. Wir werden ein bisschen durch die Gegend springen, oder ich werde ein bisschen durch die Gegend springen, durch die Folgen, weil sowohl die erste als auch letzte Folge thematisch zusammenpassen, weil es am Rumpf weitergeht. Da werden diverse Verstärkungen angebracht und die 122 und 21 und 22 passen zusammen. Deswegen werde ich das so ein bisschen splitten, beziehungsweise die thematisch zusammengehörigen Ausgaben dann auch zusammen zeigen. Nur damit ihr schon Bescheid wisst. Ja, wie gesagt, es soll einmal mit dem Rumpf weitergehen, mit Verstärkungen, die sollen angebracht werden. Der Hauptteil, der liegt allerdings in den Ausgaben 121 und 22. Da wird das Deck, das Hauptdeck zusammengebaut, beziehungsweise die drei Decks werden zusammengebaut. Bootsdeck, Promenadendeck und B-Deck. Alle drei Decks kommen zusammen, die Kabel werden zusammengefügt und so weiter und so fort. Der Achtermast kommt auch mit zu und sogar noch weitere Decks kommen dazu. Aber die Hauptaufgabe ist, diese drei Ebenen endgültig miteinander zu verbinden. Ich bin sehr gespannt, wie es mir gelingt. Ich habe es zwar immer provisorisch zusammengesteckt, damit ich sie oder einmal Platz spare und sehe, wie es aussieht natürlich. Aber jetzt alles endgültig zusammenbringen, das wird nochmal spannend werden, auf jeden Fall. Ja, darum soll es gehen. Also könnte ein bisschen umfangreicher sein heute die Folge. Also lehnt euch zurück und wir starten mit den 4 Ausgaben 120 bis 123 für unsere Multifunktions-Titanic. Viel Spaß dabei. Dann legen wir los mit den Ausgaben 120 und 123. Ja, diese will ich heute zuerst bauen. Ihr seht schon, ich habe den Rumpf daher geholt. Da ist er. Und das liegt daran, dass diese beiden Ausgaben sich ausschließlich darum drehen, dass diese Verbindungen, die wir hier haben, diese Verstärkung, ein bisschen neu hinzugefügt werden, aber auch ein bisschen verschoben werden teilweise. Deswegen nehmen wir die beiden Ausgaben zusammen. Und ja, es ist nur ein kleiner Bereich, der hier jetzt gerade von Titanic zu sehen ist. Aber auf der Seitenkamera, da sieht man aber richtig, wie groß das Vieh mittlerweile geworden ist. Hat ja auch schon seine komplette Länge von über 1,30 Meter gewonnen. Also Wahnsinn, oder? Ein wahnsinniges Teil. Und ja, jetzt wollen wir aber loslegen. Ausgabe 120. Es gibt quasi auch die exakt gleichen Bauteile in beiden Bauphasen, wenn man das so nennen möchte. Und zwar sollen wir erst einmal zwei neue Verbindungen anbauen. Und zwar hier. Na, muss ich mal eben schon schieben. Das ganze Schiffchen. Einmal ein bisschen schieben. Hier vor dem Maschinenraum. Da sollen zwei neue Eckverbindungen mit drankommen. Oder Winkel, wie sie hier genannt werden. Mit drankommen. Da muss ich mal gucken, dass ich die alle hier richtig setze. Können natürlich nur so ran. Mal gucken, ob es direkt so funktioniert oder ob wir ein bisschen Öl brauchen. Das geht aber tatsächlich ganz gut. Wir haben auch nur in dieser Ausgabe AM-Schrauben. Was hier ein bisschen schwierig ist, dass man so ein bisschen halt hochkant oder etwas erhöht schrauben muss, dass das Ganze ein bisschen schwieriger macht. So, jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich das irgendwie über Kopf hinkriege. Oder ob ich das ganze Ding einmal umdrehen muss. Ah,
Ah, es geht auch so. Das ist kein Problem. Einmal und nochmal. Gut. Das war schon mal der erste Schritt, den wir zu tun haben. Dann sollen wir die vorderste von den beiden Verstärkungen, die wir schon haben, die hier, nämlich, ihr wundert euch nicht, dass die Platine nicht da ist, ne? Schaut euch die anderen Ausgaben an, dann wisst ihr warum. Den sollen wir hier einmal lösen, spannenderweise, weil den sollen wir jetzt nach hinten verfrachten. Der scheint dann da wohl falsch gewesen zu sein, gehe ich mal von aus. So. So, einmal die vier Schräubchen raus, sind glaube ich auch AM-Schräubchen, so wie das aussieht. Der soll ab und der soll jetzt nach hinten gesetzt werden. Zack. Und dann schieben. So groß ist die Kamera, so weitläufig ist die Kamera nicht. Und da können wir dann, denke ich mal, die Schräubchen wieder reinhauen. Genau, und dann soll die Verstrebung halt jetzt nach hinten wandern, okay. Weil vorne jetzt eine neue, so wie das aussieht, eine neue reinkommt. Na gut, dann machen wir das. So. Und dann nochmal hier. So, dann haben wir die gesetzt. Jetzt sollen wir uns eine neue Verstrebung nehmen. Und da kommt jetzt dieses Stückchen dazu, eine Verbindung. Und das wird miteinander auch verschraubt. Mal gucken. Genau, das kommt hier mit rein. So, und wird auch mit zwei AM-Schrauben verbunden. Jetzt habe ich natürlich kaum mehr Platz durch den Riesenrumpf, aber ich brauche den ja gleich wieder. Kann ich das noch ein bisschen schieben? Ja, ein ganz klein wenig, damit ihr unten ja mal sehen könnt. Dann kann ich den hier einmal verschrauben, auch mit AM-Schrauben. Wir haben auch nur AM-Schrauben. Okay, in diese Dinger reinschrauben ist schwieriger. Nehmen wir noch ein bisschen Öl. Gut, dass wir das Ölpöttchen noch wiedergefunden haben, nach dem kleinen Umbau hier. Dann rutschen die Schrauben definitiv besser. So. Dann haben wir den Winkel hier vollständig und dann kommt der nach vorne, da wo wir gerade die Verstrebung abgeschraubt haben, die Verstärkung, kommt jetzt die neue mit dran und die liegt so, dass das neue angebaute Stück, dieses hier, nach vorne ragt. Also so ein bisschen jetzt tatsächlich unter das provisorisch angelegte vordere Deck. Dient vielleicht als Unterstützung des Ganzen, okay. Und dann wird auch hier mit den nächsten Schräubchen wieder verbunden. Also nichts Spektakuläres. Geht natürlich jetzt hier deutlich besser zu schrauben, weil ja schon mal Schrauben drin waren. Ist die Farbe raus. Zack, zack. Und eine geht noch. Was für ein Riesenstück, ne? So, dann haben wir das soweit dran. Jetzt muss ich zwangsläufig mal eben das Schiffchen drehen, weil jetzt gehen wir in die Ausgabe 123 und machen das gleiche, außer das Austauschen, nochmal. Nur dann fürs Heck. Das heißt, wir müssen die ganze Kiste einmal drehen, beziehungsweise im Vorfeld kann ich schon mal Teilchen einmal herholen, muss aber trotzdem das ganze Boot einmal drehen. Das wiegt wirklich richtig was. Ich habe jetzt nicht die Ahnung, wie viel. Aber definitiv, und das kriegt man ja kaum mehr auf den Tisch, so ein Riesenteil. So, aber ich kann wenigstens jetzt hier hinten raus das Ganze halten, ohne dass man es wegkippt, weil jetzt brauchen wir gleich diesen Bereich hier vorab. Aber auch hier wieder eine Verbindung anzuschrauben, ist die Aufgabe, wie hier die beiden Teilchen zusammenbringen. Sind glaube ich auch, ja, exakt die gleichen Bauschritte. Und Bauteile vor allem auch. Das heißt, selbst wenn wir die jetzt vertauscht hätten, macht das keinen Unterschied. Der Rumpf ist ja in den ganzen Bereichen ja mehr oder weniger gleich breit. Und erst im
wirklich hinteren Heckbereich geht das Schiffchen dann wieder zusammen. Von daher geht das. So. Dann war auch den dran. Und dann soll auch dieses Stückchen mit angesetzt werden. Und zwar, achso, die Winkel natürlich genauso. Sonst hält das nicht, ne? Dann nehmen wir auch Winkel wieder daher. Und zwar jetzt für den äußersten Bereich. Hier haben wir noch zwei weitere hier im Maschinenraum, zwei weitere oder Halterungen pro Seite tatsächlich. Aber die werden wohl noch nicht benötigt. Wollen wir eben gucken, weil ich hier kaum Platz habe. Auf der einen Seite muss ich in die Kamera. Auf der anderen Seite muss ich gucken, dass mir das Schiff nicht über den Tisch wegfällt. Ein bisschen schwierig zu koordinieren. Ich könnte einfach machen und die Kiste umdrehen, habe ich mehr Platz. Dann seht ihr aber nichts mehr. Auch blöde. Über Kopf wird es, glaube ich, einen Ticken besser gehen. Kann ich mich ja quasi hier nach vorne bewegen. So, und einer geht noch. So, und jetzt kommt die Verbindung mit zu. Hier kommt die Halterung, diese hier auch Richtung Heck. Und dann nutzen wir die letzten Schräubchen. Die letzten vier, um das Ganze festzusetzen. Und haben dann die erste Hälfte dieser Folge weg. Ich entschuldige mich für das Hintergrundgeräusch, weil es ist momentan so wechselhaft draußen, dass es gern mal unaufgefordert plötzlich anfängt zu regnen. Und ne, jeder, der im Dachgeschoss wohnt und Dachfenster hat, der weiß, wie sich's anhört. Toll nämlich. So, und damit ist diese Verbindung auch mit dran. Wunderbar. Gut, das ist erledigt. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir weiter in die anderen beiden Ausgaben, 121, 22. Wie gesagt, da geht es an die Verbindung der Decks, aber auch an zwei zusätzliche Abschnitte. Die würde ich mal eben vorschieben und dann geht es an die Decks. So, dann können wir weitermachen mit den nächsten zwei Ausgaben und den anderen beiden für heute, 121 und 22. Die kommen als nächstes und wir machen erstmal den kleinen Kram, würde ich sagen. Genau, bevor wir zum größeren Kram kommen. Jetzt sehe ich gerade, oh ja, das ist ja ganz toll, dass hier einmal die Brücke weggeknickt, die Leiter weggeknickt ist. Cool, müsste ich da mal wieder rankleben. Coole Sache, das sehe ich jetzt erst gerade. Aber wir starten erstmal mit dem kleinen Kram, bevor wir zu der großen Geschichte heute kommen. Wir sollen nämlich zunächst in Ausgabe 121 uns um die Dockbrücke kümmern. Das ist diese hier und da wir auf jeden Fall Kleber brauchen, Sekundenkleber, mache ich schon mal ein bisschen was parat, damit wir gar nicht erst Probleme kriegen. Und ich mache direkt mal hier ganz vorsichtig in die Ecke anerkennen. Schon mal ein bisschen Sekundenkleber, damit die Leiter, damit die Treppe gleich auch besser halten kann. So, und wir haben hier einen Decksbelag, das ist der hier. Ja. Der wird erstmal drauf geklebt. Da der so dünn ist, wird, denke ich mal, die Klebekraft auch besser sein als bei den großflächigen Teilen. So, kommt das hier einmal drauf. Der Decksbelag. Schön natürlich über die Aussparungen. Für die Details. So, dann haben wir schon mal den Belag drauf. Und da kommen jetzt noch ein paar Details mit drauf.
komplett verbogen. Sieht man das ein bisschen? Ja, auch nicht doll. Naja. Aber ich denke mal, wenn es fixiert wird, sollte das gehen. Genau, haben wir. Dann sollen wir einmal die Steuersäule und Steuerrad zusammensetzen. Das sind, oh Gott, diese ganz kleinen Flügeldinger hier. Einmal hier das Steuerrad und die Säule. Das ist die hier. Gott, da würde ich jetzt ganz nah rankommen. Die beiden sind das und kommen zusammen. Dann kommt hier auch ein Hauch Klebstoff an dem kleinen Pin hier. Guck ich mal, dass ich den da drauf knipsen kann. So. Und dann noch gerne ein bisschen gerade das Ganze. Aber so. Da geht es. Okay. Und dann soll das Ganze drauf geklebt werden. Und zwar einmal Steuerrad zunächst. Und zwar in das mittlere von den ganzen Löchern. Mit dem Rad in Richtung dieser Fläche. Geht auch nur in einer Position, denn der Pin ist ein bisschen so geformt, dass er nur in diese Richtung passt. So. Dann haben wir zwei Telegrafen, ein Telefon und ein Kompass. Die beiden Telegrafen kommen links und rechts davon. Das sind diese. Die sind identisch. Dann kommt einer hier hin. So, dann der andere, ne, das ist er nicht, das sind die beiden Runden, der hier, der zweite, noch hier 21H ein Telefon jenes welche kommt dann vorne mit rein so und ganz hinten dieses braune Stück, das ist dann ein Kompass. Okay. Machen wir auch fest. Fixiert werden kann die Dockbrücke noch nicht. Ohne Deck ist das schlecht. Aber das kommt schon sehr bald. Das kann ich schon mal spoilern. So, dann haben wir die ganzen Elemente, wie ihr sehen könnt, mit dran. Gut, das haben wir. Und jetzt kommen wir schon zu dem Deck hier. Das ist nämlich dann die Ausgabe 122, die Detailarbeit für die 122. Zum Schluss quasi, was noch kommen soll. Und das ist das achtere C-Deck, was wir hier haben. Da können wir ein bisschen mehr rauskommen. Hier das achtere C-Deck. Das wird logischerweise, wie auch sonst, hier einmal draufgeklebt. Da mache ich aber so ein klein wenig Holzleim zur Verstärkung mit dazu. Keine Pflicht. Obwohl es in der Anleitung tatsächlich schon mal drauf stand, dass man es gerne mal so machen könnte, dann erhöht das die Klebekraft. Ich glaube, bei der Kraftzeppelin war das. Na, da sieht man, Tipps werden sogar übernommen. Von unserer Seite. Ja, mal eben abpulen. Und dann kommt das Deck. Auch dran. Da sind wir, da sind wir. Richtig, schieben wir alle Löcher drüber. Aber das sieht gut aus. So. So.
Dann haben wir das schon dran. Wunderbar. Klappt. Und dann sollen wir, glaube ich, auch nur noch eine LED-Platine, genau, nehmen, diese hier, und unten anstöpseln. Ich habe jetzt gerade leider nur den Tester von der Graf Zeppelin, aber den können wir genauso gut nehmen, um die Beleuchtung zu testen. Und wir sehen, die Beleuchtung funktioniert. Ja, wunderbar. Dann passt das. Und dann können wir die einstöpseln. Hier einmal die den Kabelsalat können wir nochmal so lassen. Und dann kommt die Beleuchtung, die LED, einzelne LED. Genau, die kommt hier in diesen Bereich mit rein. Hier ist auch die Abschrägung, die haben wir hier auch zu sehen. Und dann kommt das Ganze hier so mit ran. Beziehungsweise, das machen wir wieder ein bisschen Tricks und Clips zu verschieben. Oder vielleicht auch andersrum. So, eine. Und die zweite. So, dann haben wir das drin. Genau, dann sitzt die Platine und dann haben wir das soweit vorbereitet. Was auch in den Ausgaben kam, das ist ein Verlängerungskabel, was wir leicht brauchen. Und der hier, der achtere Mast, den brauchen müssen wir nicht auch noch benutzen. Aber das kommt gleich, denn jetzt kommen die Decks. Und das wird spannend. Bis dann. So ihr Lieben, jetzt bin ich wieder da mit auch besserem Sound. Sorry, da habe ich gerade nicht drauf geachtet, dass mein Mikrofon neben mir lag. Ich hoffe, dass die Seitenkamera, das Mikrofon der Seitenkamera ein bisschen was aufgezeichnet hat. Ich versuche das dann im Nachhinein ein bisschen zu steuern. In Hoffnung, es war ganz gut. So, jetzt brauche ich die Seitenkamera aber wahrscheinlich umso mehr, denn ihr seht, der Tisch ist voll und es sind nur 2 von 3 Decks auf dem Tisch. Also jetzt wird es wirklich, geht das Eingemachte, die 3 Decks, die wir haben, 1, 2 und das andere ist gerade noch hinten auf der Heizung, tolle Ablagefläche, noch zu liegen. Und jetzt wollen wir alles zusammenbringen. Zunächst brauchen wir das Bootsdeck. Damit geht's los und ein erster Schritt, den wir dort tätigen sollen, ist im hinteren Bereich des Bootsdecks. Guck nicht, dass ich hier irgendwas wegreiße, was nicht sein soll. Im hinteren Bereich des Bootsdecks, da haben wir ein freies Kabel. Das soll einmal von den Platinen gelöst werden. Nur von der Platine. Gelöst werden. Upsa. So, das haben wir erledigt. Das ist der erste Schritt gewesen, den wir laut Anleitung machen sollen. Einmal das Kabel lösen. Dann brauchen wir jetzt als nächstes das Promenadendeck, wo wir auch im hinteren Bereich tätig werden, hier nämlich den Masten einbauen. Genau, der große Achtermast, das ist der hier. Der wird jetzt hiermit eingesetzt. Geht nur in eine Position, weil man wie hier sehen kann, hoffentlich, da so eine kleine Kerbe drin ist. Das ist hier genauso. Der ist auch ein bisschen abgeschrägt oder angeschrägt. Das ist ja auch, wie man es gerade nicht so gut erkennen kann, auch ein bisschen ja, schräg nach hinten weggeht. Und der soll mit einer IM-Schraube verschraubt werden. Also würde ich natürlich wahrscheinlich den Schraubendreher vergraben. Da ist er. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich das reinkriege. Ich habe gehört, dass die Schraube wenig bis gar nicht greifen soll. Ich werde es erfahren. Wir schauen, was passiert. Drin ist er auf jeden Fall. Na doch, okay, hat funktioniert. Also der Mast sitzt mit in Position. Ist hell, hält auf jeden Fall. Okay, dann sitzt der. Gut, das ist auch der nächste Schritt gewesen. Und wir bleiben im Promenadendeck und sollen jetzt das Kabel, was wir gerade abgestöpselt haben, hier ebenfalls im hinteren Bereich des Decks einmal in den hier noch freien Port, was haben wir hier, J1, wieder anstöpseln. Ich glaube, die Enden waren ja egal, beide mit Z markiert. Genau. Sollen wir hier einmal einstöpseln. Zack. Und einmal durch das Loch nach oben führen. So, das haben wir auch erledigt.
Und im letzten Schritt sollen wir in dem vorderen Bereich vom Promenadendeck, jetzt gehen wir nach vorne, jetzt muss man natürlich auf den Mast aufpassen hier, hier in dem vorderen Bereich müssen wir schauen, denn jetzt geht es hier darum, dass wir hier an dem noch freien Kabel eine Kabelverlängerung, die wir hier in dieser Ausgabe bekommen, nämlich diese hier, die einmal eine Markierung, ich gehe mal hier in die Seitenkamera, Markierung Z und eine Markierung G1 hat, quasi hier einmal das Kabel dadurch verlängern, so. Und auch eben einmal testen, ob hier in dem Bereich weiterhin alles leuchtet. Und wie man sehen kann, es leuchtet auf jeden Fall. Wunderbar. Das funktioniert. Gut. Na. So. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Und jetzt brauchen wir ein paar von diesen Gummi- oder von diesen Schaumstoff-Schutzen, Klebestreifen, die jetzt die Kabel ein bisschen in Position halten sollen. Dieses hier zum Beispiel soll hier so ein bisschen elegant reingelegt werden und hier fixiert werden. Wichtig ist, dass diese Klebestreifen innerhalb von diesen Rahmen sein sollen. Das soll wohl ganz, ganz wichtig sein. Und das so, dass die Kabel halt sich jetzt hier nicht mit den Schraublöchern verbinden. Dann haben wir hier eins, das soll so ein bisschen hier so gelegt werden. Und dann noch eins direkt. So. Ja, dann hier kurz vor der Treppe, das soll hier so elegant hier rüber. Oha, da ist aber Spannung drauf. Na gut, hier einmal und ganz hinten bei dem kleineren sollen wir auch eine mit dran setzen. Okay, so dass wir hier diesen ganzen Bereich jetzt haben. Wahrscheinlich schwierig zu sehen. Ich muss auch höllisch aufpassen, wo ich mit den ganzen Details auch mit dem Mast jetzt gerade bleibe. So, das haben wir erledigt und dann müssen wir noch einmal eben zum B-Deck. Das heißt, ich muss mal eben das Promenadendeck wegnehmen und das B-Deck daher holen. Das dritte. Ja, da haben wir es. Und da sollen auch ein paar Klebestreifen mit angesetzt werden. Gut, da können wir es auch drehen. Das ist einfacher. Und da kommt, hier ist noch ein freies Kabel, genau hier einmal eins hin. Einmal. Dann zwischen den beiden Platinen hier. So, das Kabel hier oben ein bisschen rüber. Da. Dann hier an der Treppe. Hier so und das letzte, das soll einmal interessant hier einmal über die Platinen rüber, auch spannend, hier so hin, 1 2 3 4. Okay, und ja gut, testen können wir hier auch noch mal, ob alles leuchtet, aber ich denke, das wird sichtbar sein, ja, dass auch hier alle Beleuchtung funktioniert. Gut. Alles klar, dann ist das die Ausgabe 121 gewesen, sehr schön. Und dann wechseln wir gleich zur 122 rüber. Und jetzt wird spannend, jetzt sollen nämlich die Einzelelemente verbunden werden. Zunächst, wir haben auch hier passenderweise gerade das B-Deck liegen, brauchen aber jetzt das Promenadendeck. Das heißt, dieses hier kann sich mal eben kurz wieder verabschieden. Brauchen wir jetzt gerade in dem Moment nicht, weil jetzt kommt erstmal das unterste und mittlere zusammen. Hätte ich mal Platz hier. Aber das ist auch so eine Ausnahmesituation, denke ich mal, wo es schwierig genug ist. So, wir haben hier das B-Deck und jetzt kommt das Promenadendeck mit dazu. Das ist jenes. Wir sollen das Verlängerungskabel, was wir haben, oder das verlängerte Kabel, was wir hier haben, vom Promenadendeck, jetzt hier einmal durch. Hier haben wir zwei Löcher, wie man sehen kann. Ja, da nicht, aber hier, da, die hier. Hier mal durchführen, durch das linke von den beiden. Dafür ist so eine Seitenkamera prädestiniert, wenn man von oben das Ganze gar nicht mehr zeigen kann. So, ja.
Und dann soll alles jetzt zusammengefügt werden. Wir haben hier, wie ihr sehen könnt, die Erhöhungen überall. Das sind die Schraublöcher. Und wir müssen das Ganze jetzt übereinander legen. Aufpassen natürlich, dass wir jetzt das Ganze richtig legen. Beziehungsweise hier haben wir immer wieder solche kleinen Halterungen. Die sind dann schon fürs nächste Deck. Aber die stören so ein bisschen beim Zusammenlegen des Decks. Hier. Deswegen muss man, auf der einen Seite kann man es da so reinlegen. Bei der anderen Seite muss man dann so ein bisschen, dass die Wände hier ein bisschen auseinander ziehen, damit das Deck, wie man sehen kann, hier Stück für Stück runterrutscht. Hier einmal, dann hier nochmal, so, und da auch nochmal, und da auch nochmal, so. Jetzt nochmal die Position finden, und das ist hier. Okay, es liegt eigentlich überall jetzt an. Hier unten ist es auch gut zusammengerutscht, das ist sehr gut. Und jetzt müssten wir eigentlich von unten das Ganze verschrauben können. Muss höllisch auf diesen Masten aufpassen hier. Müssten wir eigentlich jetzt von unten alles verschrauben können. Wir haben jetzt Schräubchen, die wir brauchen. Und zwar AP-Schrauben. Gut, da haben wir genug von. Und zwar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Und zwar hier in diesen Löchern. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Dann werde ich mal zumindest die ersten gucken, dass ich zumindest die ersten irgendwie reinkriege. Ich fange einfach mal ziemlich mittig hier an, um zu schauen, ob die zusammenkommen. Und ja, sie kommen zusammen. Das ist sehr gut. Damit sich das Ganze ein bisschen zusammenschiebt von beiden Seiten sowohl als auch. So, das waren schon mal zwei. Also das ist jetzt noch nicht das große Problem gewesen tatsächlich, die beiden Decks zusammenzubringen. Aber wir haben ja gleich noch ein drittes Deck. Das oberste, das Bootsdeck. Und das wird nochmal spannend werden. So, vier Schräubchen habe ich schon drin. Das passt alles wunderbar zusammen. Ups, ja, und ich sehe es schon, ne? Dann haut mir gleich hier der Mast hier meine Beleuchtung weg. Auch geil, so. Bevor ich hier meine Technik versagt oder irgendwas wegschmeiße, mache ich die restlichen eben fertig und dann geht es mit dem oberen Deck weiter. So, und dann geht es weiter mit dem Bootsdeck, was jetzt zum restlichen Deck verbunden werden soll oder mit damit verbunden werden soll. Was ich schon mal im Vorfeld getan habe, ist einmal hier auch einige Klebestreifen anzubringen. Einmal hier, dort, dort. Was hier wichtig ist, das kann ich in der Seitenkamera, denke ich mal, am besten zeigen. Wir haben ja hier diese, ja, Linien, die quasi die unteren Aufbauten, sag ich mal, ja, andeuten, wo das Ganze sich verbindet. Und die Kabel müssen hier alle in diesem Bereich liegen, also nicht hier drüber hinausgehen oder irgendwelche Schraublöcher, die wir hier haben, ja, verdecken. Das wäre blöde, weil dann gibt es Probleme. Die Schraublöcher müssen frei sein und alle Kabel müssen in diesem Bereich sein. Dann, nur dann wird das funktionieren. Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Weil sonst wird man das gleich merken, dass es überall ein bisschen hakt. Aber auf den ersten Blick sollte das Ganze jetzt, so wie es ist, alles korrekt liegen. Gut, dann sehen wir hier noch drei lange Kabel, die kommen aus den Schornsteinen. Und jetzt gilt es, das alles zusammenzubringen. Das heißt, wir müssen die mal eben so hinstellen. Dann kommt jetzt die untere Konstruktion wieder daher. Die Kabel mal eben hier hoch. So. Und jetzt geht es daran, zum einen das Kabel, was hier noch hinten rausguckt, ne, dieses hier, auch mit dem hinteren Port der Platine, ich drehe mal eben die Kamera, hier, J3 ist das, wieder zu verbinden, dass die Beleuchtung halt jetzt auch vom weitergeht. Das kommt auf jeden Fall zusammen. Und dann müssen halt die drei Kabel jetzt einmal durchgefriemelt werden. Hier haben wir einmal das Kabel vom dritten Schornstein. Wir haben hier 1, 2 und hier vorne 3 Löcher. Das ist entscheidend, dass da jetzt die Kabel durchgehen. Die gehen automatisch durch beide Decks durch, da die Löcher übereinander liegen. Kann man das von unten direkt hier ziehen. So, einmal. Das mittlere haben wir hier. Genau, die Löcher liegen exakt übereinander, dass die Kabel für die Rauchgeneratoren keine Probleme machen und man die nicht irgendwie großartig biegen muss. So, und hier nochmal, der Lift läuft zwar gerade bei mir ein Kabel längs, aber das ist ja kein Problem. Ist ja nur die Kabel
Abführung. Wo ist es? Da. So, dann haben wir diese drei. Und jetzt gilt es, das Ganze zusammenzubringen. Das wird spannend, weil jetzt müssen wir schauen, hier haben wir diese ganz, immer diese ganz kleinen Lupsis, dass das alles ineinander greift. Ich bin gespannt. Drückt mir die Daumen, dass einfach alles funktioniert. Und ich kein Kabel einquetsche, beziehungsweise versuche ich mal eben noch hier weiter zu ziehen, dass halt möglichst wenig Kabel übrig bleibt, was sich verheddern könnte, irgendwie, irgendwo, oder verklemmen könnte. Und dann sollte sich das idealerweise so schön ergeben. Hier muss man wahrscheinlich wieder ein bisschen ziehen, dass das so runterrutscht. Und dann hoffe ich, dass wir das Ganze möglichst korrekt zusammenkriegen. Das ist ein bisschen Millimeterarbeit tatsächlich. Das soll nämlich alles dann ineinander greifen in diese Pins. Also ich denke, dass das so schon hinkommen soll. Überall. Aber es schwebt natürlich noch so ein bisschen, weil es nicht hundertprozentig sitzt. Aber man kann es jetzt so ein bisschen in die Löcher reindrücken. Aber vielleicht passiert das gleich automatisch, auch wenn das Deck sich runterdrückt durch die Schrauben. Das kann sein. Alles noch so ein bisschen zurechtzieht. Hier fehlt beispielsweise so ein Millimeter. Aber auch nur so einer. Ne, man hört, dass es überall so ein bisschen einrastet. Das ist auch schon mal gut. Und ja, dann liegt das auf jeden Fall übereinander alles und muss jetzt auch verschraubt werden. Mit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Schrauben. Das Ganze. Das heißt, wir drehen das Ganze wieder. Passt natürlich wieder auf den Mast hier auf. Und schauen mal, ob zumindest die ersten ein, zwei Schräubchen schon mal halten. Das wäre schön. Wir haben jetzt hier die kleinen Löcher ja schon bedient. Jetzt müssen wir die großen, glaube ich, bedienen. Ja, genau. Wir fangen einfach mal hier an. In der Hoffnung, dass ich hier schon mal treffe. Ja, und ich treffe. Es greift, das ist schon mal sehr gut. Auch im unteren Bereich. Man muss da auch ein bisschen zielen tatsächlich. Guck mal, zwei Schräubchen haben wir schon mal dran. Dann können wir noch mal hier gucken. Also hier was zusammenkriegen. Ja, doch, auch das geht. Ja, okay. Und komm, ein Schräubchen geht noch hier unten. Darunter direkt. Da läuft zwar ein Kabel in der Nähe, aber nicht darüber hinweg, von daher sollte das gehen. So, und das machen wir jetzt so weiter, dass in allen von diesen großen Löchern die Schrauben reingeschraubt werden und dann sind die Decks verbunden. Und auch wenn wir jetzt das Ganze noch nicht verbunden haben, können wir eben schon mal einen Testlauf machen. Und zwar haben wir jetzt ja hier zwei Kabel. Einmal das lange hier, was Beleuchtung ergeben sollte. Für den mittleren Bereich. Auf jeden Fall leuchtet es da. Ja. Mittleren und oberen vielleicht auch. Sehe ich jetzt gerade nicht. Aber ja, auch der obere Bereich. Okay. Toll, wenn man den nicht mehr rauskriegt hier aus dem ganzen Stecker. Das leuchtet auf jeden Fall. Und hier unten sollte das, denke ich mal, auch noch leuchten. Da, so. Genau. Die Beleuchtung funktioniert auch. Gut, dann mache ich eben die restlichen Schrauben rein und dann sind wir auch schon durch. Huiuiui, da haben wir einiges geschafft auf jeden Fall. Jetzt sind wir durch und haben den Hauptteil der heutigen Folge abgeschlossen. Und zwar
ihr hier unschwer erkennen könnt, alle drei Decks sitzen jetzt zusammen. Zusammengeschraubt ist alles, was ich merke beim Bootsdeck, beim oberen. Da ist es so, dass die Decks nicht hundertprozentig in diese kleinen Löcher hier reingehen. Manchmal gerne wieder rausploppen. Manchmal sind sie fest und rasten richtig ein, manche nicht. Aber die legen wenigstens alle komplett übereinander. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, die Position ist gegeben und das alles sitzt auf jeden Fall sowieso fest. Da müsste man dann eventuell mit eigener Arbeit dann eventuell noch ein bisschen was nachjustieren. Aber so sitzt das Ganze dran. Hier hinten übrigens auch der Achtermast, nur mal so nebenbei. Der ist jetzt mittlerweile auch mit dran. Hier unten gucken jetzt drei Kabel raus. Einmal 1, 2, 3, wo ist es hier? Von den drei Rauchgeneratoren. Die haben wir auf jeden Fall alle mit dran. Und hier 1, 2 Stromkabel für die Beleuchtung. Das ist alles soweit dran. Aber das war ja trotzdem nicht alles für heute. Wir haben ja doch ein bisschen mehr getan. Wir haben dann uns noch hier um diese Teile gekümmert. Nämlich zum einen um die Dockbrücke. Das ist jene hier, die haben wir auch soweit verbaut oder zumindest gebaut. Und wir haben das achtere C-Deck bekommen, wo natürlich, wie ihr sehen könnt, noch viele Details fehlen. Das kommt dann in den nächsten Ausgaben, beziehungsweise, ja, wie geht es jetzt weiter in den nächsten Ausgaben? Das kann ich sagen, und zwar zumindest in Ausgabe 124, da ist das Heft einmal vorbereitet sein. 124, da geht es nämlich erstmal mit einem einfachen Schritt weiter. Wir bekommen den letzten großen Decksabschnitt, das Poop-Deck, so heißt es. Das werden wir bekommen und da nur den Decksbelag draufkleben. Also die eine Ausgabe wird übersichtlich sein. Aber ich denke, dass wir dann noch ganz viele Details bekommen, die in den Heckbereich dann mit reinkommen werden. Ja, das war alles für heute. Lange Folge, viel Friemelei und vieles ist zusammengekommen. Gerade die drei Decks, was wir ja lange Zeit vorbereitet haben, kommt jetzt endlich zusammen. Oder ist ja endlich zusammengekommen. Sehr cool. Und ja, ein großer Schritt ist erledigt. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr freuen. Kanalabo genauso. Und dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn neue Videos auf diesem Kanal online gehen. Entweder von der Titanic oder von anderen Projekten. Völlig egal. Bis es dann soweit ist, euch allen wie gewohnt ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, ganz wichtig, kann ich bezeugen. Und natürlich bis zum nächsten Mal. Ciao.